360 Kilometer und ein Everesting haben wir bei GCN auf Deutsch schon abgespult. Heute wollen wir wissen, was bei den Profis bisher so auf dem Tacho stand, an längster bisher zurückgelegter Strecke auf dem Rennrad. Los geht's! Jonas, wir fragen die Profis heute, was die längste Distanz war, die sie jemals im Training zurückgelegt haben. 285 Kilometer. Wie viel? 285? Ja. Im Rennen oder im Training? Im Training. Das war während Corona und da musste mein Kopf ein bisschen frei kriegen und da bin ich mal 285 Kilometer gefahren. Wie frei war denn der Kopf nach 285 Kilometern? Ja, viel, wo ich drüber nachdenken konnte, war nicht mehr drin. Also der Krebs ist geschmolzen von Kilometer zu Kilometer am Ende. Müsste Lüttich Bastogne Lüttich gewesen sein mit 260 ungefähr. Okay, und im Training? 220. Ja, ich glaube, am Ende war es mit dir im Trainingslager. So oft bin ich noch nicht über 230 gefahren. Das heißt, der Miguel, der macht es eher mit Talent, haben wir gerade gelernt. Ich glaube, bei Mailand Sanremo mit Vorstart und zum Busfahren waren es so ein bisschen über 300 Kilometer. Ja. Stabil auf jeden Fall. Liegst du bis jetzt sogar an der Spitze mit? Hat irgendwie noch keiner Mailand Sanremo gefahren hier. Und was war es im Training? Im Training so um die 250. Ich müsste jetzt, glaube ich, lügen, aber ich würde so sagen an die 260, 280 Kilometer. Nicht schlecht, das haben tatsächlich bis jetzt die meisten so in den Dreh gesagt. Warst du da alleine unterwegs, im Rennen, Training? Trainingslager. Trainingslager im Frühjahr, ja. Große Gruppe rollt besser. Ja, genau. Sind wir, glaube ich, in 6,5 Stunden gefahren, den Schleifen. Nicht schlecht, dann zählt es ja eigentlich gar nicht als 280. Ist ja eigentlich gecheatet. Mit Kaffeestopp oder ohne? Mit natürlich. Dann Meisen hier schlecht gelaunt vom Start der Deutschlandtour. Vielleicht können wir dich auf bessere Gedanken bringen. Was war denn die längste Distanz, die du bisher in deinem Leben auf dem Rad zurückgelegt hast? Das ist eine gute Frage. Ich glaube 270 Kilometer. Training oder Rennen? Sowohl im Training als auch im Rennen. Mit wem fährt man da so trainieren, 270? Allein oder in der Gruppe? Ja, da habe ich keinen gefunden, der so motiviert war wie ich. I think 285 kilometers. Alone or in the race? No, with my brother. With your best training partner, your brother? Well, this is quite some time ago. He doesn't really ride his bike anymore, but yeah, back in the day, he got me into it, so yeah, I guess so. Für lange Ausfahrten dann in der Gruppe oder lieber solo? Lieber in der Gruppe mit schönen Kaffeestopp. Wer wäre denn der liebste Trainingspartner, Trainingspartnerin, mit dem du auch so eine lange Trainingsausfahrt aufbrechen würdest? Oder lieber alleine? Mit dem Stefan Bissegger würde ich das mal gerne machen. Ich denke, der hat auch einen großen Motor, da kann man so schön hinten dran hocken und dann passt es schon ganz gut. Ja, also wenn wir jetzt von den langen Einheiten reden, auf alle Fälle lieber in der Gruppe, weil sonst ja, macht es einfach keinen Spaß. Und wenn es dann spezifisch wird mit den Intervallen, dann auf alle Fälle lieber alleine, weil dann geht man niemanden auf die Nerven. Und heute die Distanz beim Prolog, 2,5 Kilometer, das ist die kürzeste Distanz, die du hier auf dem Rennrad zurückgelegt hast im Renneinteiler? Ich glaube nicht. Ich glaube damals in Kroatien, da Istrian Spring Trophy, aber dann müsste es schon kommen, ja. Nee, ich glaube, ich bin mal im Prolog in Polen gefahren mit nur knapp 2 Kilometern. Und ja, aber ich glaube, da hatte ich nicht mal einen Einteiler an. Ich glaube, es war schon mal kürzer, in der U23, Cours de la Paix war es, glaube ich, nur 1 Kilometer, 4 Kurven. So eine Trainingsausfahrt, macht die dir eigentlich ausschließlich Spaß oder ist das für dich auch einfach Teil deines Jobs? An sich macht es Spaß, natürlich machen. Aber ich sag mal so, es gibt Tage, wenn es regnet oder wenn schlechtes Wetter ist, dann wird es mehr zum Job. Aber ich denke mal, wenn es nicht Spaß macht, dann sollte man es nicht machen. Ja, ich denke, das hat dann schon auch irgendwann so einen Event-Charakter, wenn du richtig lange fährst. Also das ist dann schon eher auch Spaß und nicht nur Job an solchen Tagen. Sowohl als auch. Also es gibt natürlich Tage, wo es gut läuft und Spaß macht und manchmal ist es ja der Job und da muss man auch trotzdem aufs Rad. Ja, deswegen ist immer noch besser als im Büro sitzen, glaube ich. Probably when I retire, I won't need to ride my bike anymore. I've probably done it enough. But if I wasn't a cyclist, maybe it's a bit of a hobby, a little bit, you know, pootling around, go to the calf on a sunny day, but not in the rain. Nee, Training ist der Job und Kaffeefahrten sind das Hobby. Das war eine sehr gute Antwort. Vielen Dank, Jonas, viel Glück heute. Ich will ja nichts sagen, aber GCN auf Deutsch scheint auf jeden Fall noch die Nase vorne zu haben. Vielleicht haben die Profis auch einfach mehr Talent und müssen nicht ganz so lange trainieren. Und bis auf Felix Großschartner ist ja auch scheinbar auch keiner Mailand Sanremo gefahren. Das heißt, wir sind noch vorne. Fragt sich, wie lange das noch so bleibt. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal andere Antworten.